Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Da ist wieder ein guter Scharanzleim von SSOC Gaming und Let's Plays. Und ich heiße euch auch heute wieder recht herzlich willkommen. Ja, heute mal wieder mit neuem Stuff am Start. Ich habe gesehen, dass auf Steam ein Game sehr, sehr günstig ist. Und zwar handelt es sich um Miscreated. Das ist ein Survival Crafting Game. So eine Mischung zwischen der DayZ, HSZ1 und zum Beispiel Arma Exile. Ja, wir sind da frisch auf einem Server joined und das Ziel von dem ganzen Spiel ist eigentlich, wie schon gesagt, ist Survival, Überleben und irgendwann die eigene Base aufzubauen. Ich bin jetzt hier frisch gespawnt, habe da schon ein paar Sachen gefunden. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt da mal mit unserem Überlebenstrip. Viel Spaß! Das Ganze ist übrigens noch in einer Early Access Alpha Version, also kann es vorkommen, dass da noch jemand ein paar Bugs hat, aber ja, also für 9.50 Franken kann ich mir gedacht, ja, da kann man nicht motzen. Hat da oben schon jemand etwas bauen? Können wir das mal anschauen? Komm jetzt! Kommt da nicht drüber. Ja gut. Da? Ah nicht. Da kommt er wieder drüber. Haben wir denn da schönes? Sieht nach nichts Brauchbarem aus. Schrott und noch mehr Schrott. Okay. Haus am See. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt das Game erst gerade heute frisch gekauft. Noch schnell im Ausgang sein, während das Spiel aber. Oh oh. Was bist denn du für ein? Hi. Au. Oh. Fixer du. Hey, hallo. Cool. Super, nice. Und Bandage, ganz gut. Okay, das sind sozusagen die Mutanten. Hat man so einen auch schon mal angetroffen. Schön. Natürlich knallhart, wie wir sind, mit dem Basie abgeknüppelt. So muss das sein. Oh, der arme Fernseher. Jetzt haben wir natürlich die Gesundheit verloren. Benutzen wir Bandage. Ups, jetzt werden wir geheilt. Sehr schön. Gut. So. Mal gucken, was man da innen so findet. Was ist das? Camo Pants. Nice. Oh. Habe ich jetzt das ganze Zeug in der Hose rein gehabt? Fuck. Tun wir das halt jetzt schön. Das können wir rausschmeißen. Brille haben wir ja schon an. Zack. Was? Oh, ja, logisch. Ich double. Muss natürlich zuerst noch das Zeug aus dem Ding rauswerfen. So. So. Zack. Gut. Da rein noch irgendetwas? Nö. Gut. Schrank. Nö. Küche. Da irgendwas zu biegen. Nope.
Denn halt nicht. Okay, dann wären wir eigentlich fertig mit dem Haus. Die haben wir schon gelootet. Ein Bus! Steht da einfach ein Bus? Kann man dich fahren? Ich empfehle. Oh nein! Oh. So gut, man kann Bus fahren. Geil! Ich kann über. Einfach ein riesen Bus mit in der Pampa. Pfanne brauche ich eigentlich nicht. Also ich weiß es nicht, aber vorläufig. Ich muss schon sagen, optisch sieht es mir schon mal sehr zu. Es läuft flüssig. Ich bin jetzt bei 100 Frames knapp. Jetzt gehen wir natürlich mal da aufschauen, was man dort also findet. Pflanzen kann man. Nein. Oh, schön, das Meer. Sehr schön. Keine Ahnung, was das jetzt da für ein Bauwerk soll sein. Ah, das sollte irgendwie so ein, ja, eine Aussichtsplattform sein. Gut. Oh, hallo. Vielleicht ein blödes Baumpunkt verwünscht. Ich kann sich den ja nicht aussuchen, aber gleich. Ja. Küste, naja. Okay. Frame Drop des Todes. So eine alte Angewohnheit aus Daisy. Einfach mal Kirche anschauen. Könnte ja sein, dass was drin ist, oder? Man weiß es ja nicht. Da zum Beispiel. Ha! Super! Super! Hauptsache Näschebecher. Okay. Oh. Okay. Das ist natürlich jetzt schwierig. Wo könnten wir sein? Irgendwo da am unteren Zipfel. Jetzt doch keine Legende. Billig. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt da einfach mal ein Blind-Let's Play. Ich habe vorher nicht angezockt, gar nicht. Das Einzige, was ich schnell gemacht habe, sind Grafikeinstellungen einigermaßen angepasst, dass man in der Aufnahme selber das Zeug nicht abkackt. Und ja. Da jetzt absolut nichts. Sehr schöner Bus. Sieht es gesehen, bequem aus. Gut, dann halt nicht. Ja, das ist mal das Häuschen. Gehen wir doch mal dort an. Jetzt können wir natürlich noch mal zurücklaufen. Hühnchen? Kann man das echt schlachten? Apropos, ich soll etwas essen. Gut, jetzt das wieder rauf. Ich brauche nicht wirklich viel.
Jenu. Oh oh. Muss jetzt nicht gerade sein, dass ich da noch schon wieder einem begegne. Tönst wie ein Hund. Oh, da ist ein Velo. Oh, kann ich echt mitfahren? Da wäre Hammer. Wo ist er jetzt? Ist er weg? Ich sehe ihn nicht mehr. What the fuck? Ja, gut, komm, ignorieren wir den jetzt mal. Der kommt dann sonst schon, wenn er was zu motzen hat. Ja, sieht tot aus. Ah, der ist dort. Scheiß drauf, ich nehme jetzt einfach das Velo. Yes, es geht. Ding, ding. Es fährt sich auf jeden Fall schon mal fast besser wie... Wie Dings... Das Velo in der Exalmat im Arma. Aber das hier lässt mir jetzt keine Ruhe. Was ist das Öl? Nein, das brauche ich nicht. Im Moment auf jeden Fall nicht. Oh. Upp. Oh Scheiße, komme ich da so durch? Fuck, ich glaube, er hat mich gesehen. Gib Stoff. Nee, 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 nee. Scheiße, ich kann nicht zurückschauen. Was? Keine Glocke? Oh ey. Ist aber nicht tieftauglich. Egal, da ist schon das nächste Haus zum Looten. Looten, looten, looten. Kommt mir der Homo an? Oh, hoffen wir es jetzt nicht. Gut, gehen wir den regulären Weg. Jesus. Flakon, Flakon. Peaches. Lecker, schmecker. In den Rucksack wäre hure Ödel. Oh, was ist das? Ist das ein Magazin? Sollte das ein Magazin sein? Es sieht auf jeden Fall so aus. Nehmen wir es mal mit. Was ist das? Hm. Okay, so kann man natürlich auch auf Fernsehen schauen. Scheiße. Zombie-Apokalypse und der andere denkt, dass Fernsehen schauen. Voll Idiot. So schön aus. Ja, aber sonst jetzt nicht da rein, hä? Ne, Pipsi. Ja, muss man natürlich schon schauen, wegen Copyright. Nöpfe! So, essen, trinken. Läuft. Weiss ich, kommt immer hure schnell Hunger über. Einhundsack. Für den Fall, dass ihr euch fragt, wenn ich da sehe, da unten, nehmen wir alles radioaktiv, Körpertemperatur und so weiter und so fort, essen, trinken, blablabla. Ja. Ich guck mal in die Flasche, wie spät es ist. Warte, mehr noch 10 Minuten. Aber kein Rucksack, finde ich wirklich, wirklich schade. Jenu. Ich kann nicht immer alles haben.
Nein, der Zombie ist definitiv nicht mitgekommen. Vermutlich hat er das Interesse verloren. Diesel. Nein, brauche ich eigentlich gerade auch nicht. So, at the moment. Gut, checken wir mal das Safehouse ab. Mal schauen, was das so für Überraschungen für mich parat haltet. Super. Ui, Wodka. Beef. Oh, da hat es sehr viel. Volle, hä? Fressen wir da mal etwas. Energy Drink. Der Wodka lasse ich jetzt bewusst stehen. Ja, ich habe natürlich keinen Platz mehr. Also zu trinken. Huh. Etwas zu essen wäre natürlich schon noch gut. He? Ja, jetzt brauchen wir dann schon einen Rucksack oder ein grösseres T-Shirt oder weiß der Kucker. Hauptsache mehr Platz. Gehen wir da mal rauf. Abfassack. Nicht. Oha. Ja. Was ist denn das? Ah, das sind nur Shirt, Pants, Seil. Nein, für da habe ich eigentlich alles keine Verwendung. Ich habe. Nö. Das ist jetzt da innen echt nicht. Mann, was für Scheißhütte. Oh. Jeno. Der haut nicht. Versorgen wir die wieder. Gehen wir mal noch in die Garage. Oh, Moped. Oh. Ja, das ist ziemlich am Arsch, he? Da hin jetzt auch nicht. Mann. Hobby los. Ja, ich würde mal sagen, wir steigen mal auf unser Superbike. Wohl eher unser Buggybike. Schieß drauf. So. Geil, selbst fahren. Musst nicht mal treten. Da ist doch mal Luxus. Wie gesagt, es ist noch ein Alpha, also ein bisschen Nachsicht darf man haben. Oh cool, da wird es schon wieder raus. Aha. Sultan. Es wird langsam auch finster. Bücher. Nö. Keine Verwendung für Essen, Trinken. Ja. Kann ich nicht etwas in die Hose nehmen? Ah, wir lesen keinen kleinen Vorteil. Okay. Sag ja nichts mehr. Wow, schon wieder Wodka. Wollt ihr mir etwas sagen damit? Wenn ihr sagt, ich soll mich betrinken? Okay. Nicht wirklich etwas Schlaues da drin. Oder? Nope.
Verstecktes Haus. Mal schauen. Okay, für einen Rucksack würde ich jetzt töten. Ich hoffe einfach, die Taschenlampe hat unendlich Saft. Ein Messer! Neues! Schon mal ein Messer an der Base. Schon mal gut. Schon mal ein guter Start. Das ist schon gemeint, das ist ein Gillis Jude, man. Wäre noch was gewesen. Scheiß Rappe da, man. Ja, jetzt hast du viel mehr Swag. Schon wieder. Ah, nice, solche habe ich ja jetzt schon. Ja, aber sonst hat es da auch nicht viel Brauchbares drin. Hä? Nope. Ja, nope. C'est la vie. Den halt nicht, oder? Gehen wir da mal zurück zu unserem Velo. Wo ist es jetzt? Da ist es. Ja. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterziehen auf eine weitere Loot-Tour, würde ich sagen, wir machen hier mal einen kurzen Unterbruch. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, dann gebt uns doch ein Like oder lasst doch gerne mal einen Kommentar oder liket uns doch mal auf Facebook. Den Link werde ich unter in die Videobeschreibung tun. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Es hat mir sehr Spass gemacht und bin sehr gespannt, was da noch alles auf mich zukommt. Und hoffe, ich kann euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen, wenn es heisst Let's Play Miscreated. Bis dann. Ciao.